Diese Mutter aus den USA wünschte ihrem geliebten Kind den Tod. Der Grund für diesen unfassbar klingenden Wunsch ist, Tochter Charlotte erlitt pro Woche gut 300 schwere epileptische Anfälle und ihre Mutter konnte das Leiden nicht mehr mit ansehen. Doch statt aufzugeben, zog die Familie nach Colorado und begann mit einer besonderen Behandlung, mit Marihuana. In Colorado wird medizinisches Marihuana gezüchtet, das einen großen Anteil hat an dem Wirkstoff CBD. Der Wirkstoff THC, der dafür sorgt, dass man von Marihuana high wird, kommt kaum in dieser Pflanze vor, weswegen sie zunächst auch Hippies Disappointment genannt wurde, also die Enttäuschung der Hippies. Nachdem Charlotte mit dem Wirkstoff in Form eines Öls behandelt wurde, reduzierten sich die Anfälle auf 1 bis 2 im Monat. Die 5-Jährige, die vorher im Rollstuhl saß, begann schnell wieder zu laufen. Für alle ein Wunder. Neben Charlotte bekamen noch andere Kinder das Öl im Essen verabreicht, mit ähnlichen Erfolgen. Viele Familien zogen deshalb schon nach Colorado, denn dort ist die Behandlung mit Marihuana legal. Warum das medizinische Marihuana wirkt, ist noch nicht genau erforscht. Die Hersteller wissen nur eines: Es hilft. Und weil eine TV-Doku über Charlotte diese Behandlung berühmt gemacht hat, heißt die Pflanze nun nicht mehr Hippies Disappointment, sondern Charlotte's Web.